Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge Xeon. Es geht ja, die kommt hier aus dem Wirbel raus, diese komische Kacke da. Gehst du weg? Husch, husch dich! Die will keiner reden. Warning. Entering Piranesi Drone Controlled Area. Ja, wir können die nicht weiter boosten, wir haben schon alles. Wir müssten eigentlich jetzt alle Legierungen umformen. Ich hoffe, wir bauen irgendwo mehr was. Das ist fertig. Hier ist auch nichts mehr im Bau. Sektor 4. Sektor 4 braucht vielleicht noch ein bisschen davon. Soll ich eigentlich wegfliegen wieder? Nee, das ist ja zu nah. Liegen da weg. Ja, ja, und tschüss. Das ist mir zu aufregend. Mit dem komischen Wetter da, minus 120, das ist schon hart. Sagen, ey. Ja, ja, geh weg. Kannst auf mich werfen, was du willst. Was? Was zur Hölle passiert hier? Wir müssen irgendwas machen, damit hier die Happiness steigt. Das brauchen wir nicht mehr. Sektor 1. Was können wir tun? Nahrung haben wir, ne? Dann kriegt ihr besseres und größeres Essen. Das können wir im nächsten Zug wegmachen. Kapitel 4. Bitte, was für ein Ding? Warum? Was geht hier ab? Ich habe gerade einen Erfolg Sightseeing bekommen. Achso, besuchen Sie so und so viele Planeten. Was zur Hölle? Ah, wollt mich irgendwer hacken? Was ist da los, Bruder? Okay. Ja, ein bisschen sprachlos. Ich speichere ihn erstmal, das beruhigt. Wir analysieren den Pulsar. Ja, das ist doch gut. Der bewegt sich auf uns zu, der kleine Lümmel. Oder? Sieht zumindest so aus, ne? Das hat er völlig umsonst. Wir könnten noch ein bisschen was forschen.
der Sondenbau auch auf die Raketen bezieht. Das wäre eigentlich ziemlich lit. A cyber attack launched by the Piranesi has disabled several mess halls. Ja, gut, das ist nicht schlimm. Wir sind gerade noch gut dabei. Warte mal, wir könnten mal gucken. Da. Noch 2 Sekunden, okay. Administrator, you can implement a new policy. So, Dekret. Blub. Dann können wir wieder alle freisetzen. Alle. 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 So, das setzt den positiven Effekt auch nach oben. Wir könnten mal kurz wegfliegen. Das werden wir auch tun. Ciao. Du komisches Flugzeug da. Ist ja ein Glück, dass wir den Antrieb geboostet haben. An important message from our colonization mission requires your attention. Ja, die sammeln wir gleich ein. New coordinates have been set. The Tycoon is now moving towards the Pyrenees. What? Aha. Ist das so? Das sehe ich nicht so. The Pyrenees has launched a missile. Tschüss. Wir haben da auch so eine Rakete. Wenn er keinen Raketenschwarm schießt, dann hat er keine Chance. Oh. Am Ende wird das Spiel noch ziemlich witzig. Sektor 1. Was haben wir denn hier noch? Ja, weiß er selber nicht. Okay. Die einfach ausgeschaltet. Dieser kleine Junge. Der läuft. Wo ist denn hier? Ach, da. Die läuft. Da haben wir sogar einen zweiten drin gehabt, weil wir so viele Leute da haben. Der ist auch da, okay. Administrator, you can implement a new policy. An accident has occurred in the Tycoon. Er meint jetzt auch, er wäre ein Totendöner mit Dauerkarte fürs Solarium. Haben wir hier noch irgendwas? Unbekannt. Na, ja, also eigentlich haben wir jetzt alles durchgeforscht. Was ist auf das da? Und hier die zwei und das Observatorium. Na komm. Damit wir es haben, vor so Leute. Baue Icarus-Sonde. The Piranesi has activated more subsystems. Its threat level has increased. Okay. Mir ist das ziemlich egal. Um das mal so auszudrücken. Wo war unser Forschungsding da? So. Wo war das Sondending?
kann man denn den Faradayschen Käfig erforschen? Ach, da oben. Oder wir fliegen dir einfach weg. Ich hab keinen Bock auf dich. Du bist mir ein bisschen zu anhänglich. Ist halt wie so eine Klette, der Typ, ne? Oh, jetzt wird's ein bisschen schwierig, weil das ist unser Nahrungssektor. Gar kein Problem. Easy peasy, lemon squeezy. Er fliegt uns jetzt hinterher, soll er. Wenn wir hier sind, springen wir da oben hin. Dann haben wir eine weite Distanz, das ist okay. Sektor 2, ja, ist ein bisschen schwierig. Wir haben halt hier ganze Nahrung. Hat er das wieder ausgemacht? Ja, hat er. Speisesaal wieder an. Wo war hier der Speisesaal? Der ist da, okay. Speisesaal, Speisesaal. Oh, du mein Speisesaal. Sektor 6 hat zu viele. Warte, was? Das ist Sektor 5. 4. Hier. Hier packt einfach mal in Sektor 3 ein paar Nichtarbeitskräfte und dann passt das schon. Sektor 4, machen wir jetzt kurz vorher noch ein bisschen Elektronik rein. Mhm. Und Feuer. ...2,6 Zyklen. Jo, und tschüss. Wir fahren einfach. Wir geben Gas und fliegen weg. Tschüss. So, haben wir gemacht. Population transfer complete. So, dann müssten wir jetzt mal in Sektor... ...da. Außenkonstruktion. Müssten wir jetzt was bekommen haben, ne? 400 Polymere. Boah, ich habe gerade Angst bekommen, dass wir keine Polymere mehr haben. Wie kriegen wir denn jetzt hier Polymere hin? Ja, schwierige Sache. Sektor 6 Polymere. Sektor 1. Arbeitet. Sektor 2 ist das Ding auch an. Läuft, läuft. Naja, die verarzten jetzt alle. So, hier sind 720 von allen drinnen. Haben wir noch etwas hier in der Halde? So, die Polymere wandern weg. Alles easy.
Haben wir geschafft. Warte, in die 6. Okay, das sind wir. Da wandern die Polymere hin. Bitte was? Ameisenorganisation, was ist das genau? Ach so, hier, Insektenfarm war das. Okay. Soll ich hier irgendwas bauen? Jetzt fliegen wir nochmal weg. Ja, für unsere Frachtschiffe an denen vorbeifliegen und sich einfach nichts drum scheren, ne? Ist vielleicht nicht so schlau, wenn wir jetzt die ganzen Forschungspunkte wegdrücken. Aber wir fliegen dem alten Auto halt weg, ne? Ist jetzt lustigerweise vielleicht irgendwas frei geworden hier? Ne. Schade, hätte ja sein können. An accident has occurred. The Piranesi has launched a missile targeting the Titan. Mhm, haben wir auch. Wir haben auch eine Missile. Den droppen wir in sein Gesicht. Das müssen wir mal gucken, 6, ob die Rekonfiguration hier langsam läuft. Ja, läuft. Jetzt müssen wir hier den Käfig noch zu Ende bauen, ne? Komm schon! Jetzt bau den endlich! Bau ihn! Bau ihn! Bau ihn! Oh, ein Glück und los geht's. Schwierig. Ja, nämlich. An accident has a cyber attack launched by the Piranesi has disabled several missiles. The Piranesi has activated more. A violent strike has started on board the Tycoon. Okay, wie kommen wir jetzt hier weg? Machen wir den Knick nach da, ne? Das ist ein bisschen komplex gerade. So. Hier ist die Batterie in die Luft geflogen. Das ist nicht schlimm. Wir müssen den Speisesaal wieder anmachen. Wieder anmachen. Es ist nett, dass er den immer ausmacht, aber... Es delayt ja nur so ein bisschen, ne? Aber das ist jetzt nicht so schlimm.
Ja, wenn wir da sind, müssen wir direkt weiterfliegen. Weil der hat uns jetzt diesen Sektor hier weggeschnitten. Zum Glück sind wir relativ schnell. The Piranesi has launched a missile targeting the Tycoon. Wie sieht das hier aus? 2-6. Wir fliegen direkt weiter. 2-2. Das hier sind... Jetzt komme ich da gar nicht hin, ne? Hier 3. Haben wir nicht offen. Ist schwierig. Und weg. Wir spielen da eigentlich so eine Art Verstecken mit dem, ne? Naja, wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Das war ja Georg Grauwut mit einer wahnsinnigen Verfolgungsjagd. Dieses komische Flugzeug da, ey. Ciao, ciao.